Rettungsdienst, Blutspende und alte Kleider. Das waren die Dinge, die mir einfielen, als er mich das erste Mal nach dem DRK fragte. Wie viel unglaublich mehr dahinter steht, erfahre ich Stück für Stück. Mein Name ist Derun Gerber. Ich bin neu hier. Komm mit und entdecke mit mir interessante Menschen, spannende Themen und Geschichten aus Rheinland-Pfalz, die ebenfalls hinter dem Deutschen Roten Kreuz stehen. Hey Debrin, was machst du denn da? Das ist doch voll spannend. Ich schaue mir nochmal die Pia Colada an. Oh. Ja, da kann ich dir bestimmt viel mehr erzählen. Ja, ich schaue mir gerade auf Facebook alle Bilder und Videos nochmal an und ich kriege da gar nicht mehr genug von. Ja, ist auch noch gar nicht so lange her, aber ich fühle gefühlt eine Ewigkeit. Also wirklich. Ich wusste gar nicht, wie wichtig die Pia Colada für die Rotkreuzler und Rotkreuzlerinnen ist, ne? Und was für einen historischen Stellenwert die Pia Colada hat. Der Begriff ist ja italienisch und heißt übersetzt Fackelzug. Das heißt wirklich, wir haben uns für Flamme entschieden, weil wir das Wort einfach besser fanden. Aber wirklich mit diesen Flammen, also mit diesen Wärmeflammen einfach nochmal an das Besondere zu erinnern, was 1859 geschehen ist, als der Henri Dunant einfach dieses Rote Kreuz gegründet hat, ja, das Ursprungsjahr und auch dieser Ursprungsort mit Solferino, wo die Schlacht war, wo er diese ganzen verwundeten, verletzten Menschen gesehen hat. Das kann doch nicht sein, dass da niemand hilft. Und so sind wir einfach geschaffen worden eigentlich im Laufe dieser vielen Jahre. Ja, die Idee wurde zu einer Flamme und wie so ein Lauffeuer hat sich das dann verbreitet. Das bringst du sehr schön auf den Punkt. Und genau das ist es, woran die Rotkreuzlerinnen und Rotkreuzler jedes Jahr in Solferino erinnern, wo junge Leute hinpilgern und einfach eine tolle Zeit miteinander verleben. Ja, das finde ich auch richtig klasse. Erzähl mal, wie war das? Wie hat das Ganze angefangen? Wer hatte die Idee? Durch Corona konnten wir dieses Jahr ja nicht in Italien uns einfinden. Genau. Also, wer hatte die Idee? Das war tatsächlich ein sehr netter Kollege aus Westfalen-Lippe, aus dem Landesverband. Ich nenne den Namen jetzt einfach auch, den Tobias Exner, weil das eine tolle Sache ist, die er da wirklich auch vorangetrieben hat. Und uns einfach gefragt hat. Er hat gesagt, er hat einige Kollegen aus anderen Landesverbänden, Kreisverbänden, die gerne mitmachen. Und wir waren halt sofort begeistert. Und sofort Feuer und Flamme waren sofort dabei. Und hatten die Ehre, auch diese Flamme auch 4 Tage in Rheinland-Pfalz zu Hause willkommen zu heißen und weiterzutragen. Genau. Es war am 3. Juni, mein Gott. Ist schon ein paar Tage her. Ja, schon ein paar Tage her, aber noch gar nicht so lange. Ja, aber genau, das war in Altenkirchen. Das war ein sehr schöner Auftakt, weil das in unserem DRK-Seniorenzentrum war und weil wir Besuch bekommen haben aus dem Kreisverband Rhein-Sieg. Und das war ein nettes Zusammenkommen und auch der Kreisverband Altenkirchen war vertreten. Und die hatten einfach eine schöne Runde, einen schönen Nachmittag und haben mit der Flamme der Freude dann auch noch den Backes entzündet und Brot gebacken für die Seniorinnen und Senioren. Das finde ich wirklich bodenständig. Ja, damit kann jeder was anfangen, oder? Ja, ist also nicht nur symbolisch. Nein, sehr praktisch. Auch, ja, sehr praktisch. Aber wirklich schön, wirklich schön. Ja. Ja, und dann am 4. Juni, was passiert denn da? Dann ging es nach Koblenz und das ist, glaube ich, auch etwas, was jetzt wirklich vielen auch in Erinnerung bleibt. Es war sehr spektakulär, das muss man wirklich so sagen. Und da hat sich vor allem da und auch einen Tag zuvor, auch in Altenkirchen, wo ja auch noch die Kollegen mit Rettungshunden kamen und einfach eine Freude gemacht haben, auch mit den Tieren, diese Begegnung hat sich so klar gezeigt in Koblenz, aus den verschiedenen Gemeinschaften, von der Bergwacht, von der Wasserwacht, von den Bereitschaften, vom Jugendrotkreuz, also wirklich alle vereint und endlich wieder dieses sich erleben, sich begegnen, miteinander Zeit verbringen, das war das, was die Menschen einfach glücklich gemacht hat, weil sie das so vermisst haben die letzten Monate. Das stimmt. Mhm. War das in Koblenz oder war das in Altenkirchen? Das war hier und da, aber es hat sich... Ja, nee, ich meinte das mit den Hunden. Ja, das war in allen, ja, wir hatten gesprochen und ich habe es jetzt total vergessen. Ja. Weil da gibt es ja auch noch eine schöne Geschichte. Genau. Ja.
Wahrscheinlich meinst du die auch. Ja, natürlich. Ja, die, es gibt eine Art von Nachbarschaftshilfe. Also natürlich haben wir auch Rettungshundestaffeln in Rheinland-Pfalz, natürlich. Aber so wie sich zeige, können auch nicht alles alleine machen. Und wir sind eine große Familie, auch über die Ländergrenzen hinweg, wie man so schön auch sagt. Und es gab letztes Jahr eine Person, die verschwunden war in dem Raum Altenkirchen, einem Waldstück. Und die wurde tatsächlich gefunden. Und da kamen Kollegen aus diesem Kreisverband und haben unterstützt. Und für die war das dann ganz klar, dass sie dann auch an den Ort wieder zurückkommen und gern zurückkommen. Schön, eine schöne Geschichte. Ah, jetzt sehe ich gerade ein Bild mit der Bergwacht-Wasserwacht. Oh, das sind alle zu sehen, ja. Tatsächlich, da ist die Bergwacht einmal, da ist die Wasserwacht. Die sieht man vor allem, später sieht man auch Menschen aus den Bereitschaften. Ja, das war ja so eine, wie man sagt, so ein Fackellauf oder auch so dieses olympische Feuer, hat auch jemand einmal gesagt, was getragen wird. Also wirklich von einem zum nächsten. Und so haben wir das gemacht. Also wirklich von der, die Kollegen aus Altenkirchen kamen, haben die Flamme an den Oberbürgermeister übergeben, der wiederum an das Koblenzer Rote Kreuz und dann weiter zur Bergwacht und dann zur Wasserwacht und dann Bereitschaften. Also man könnte es endlos weiterspinnen, weil es nämlich genau das ist, von einem zum nächsten und dadurch auch diese Einheit auch zu zeigen. Das stimmt. Das merkt man, ne? Also das spürt man richtig. Da kriegt man richtig Gänsehaut, diese Einheit. Was ja auch einer unserer Grundsätze, Rotkreuz-Grundsätze ist, was uns ja auch trägt. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was man aus der Fiakulata auch mitnehmen kann. Das war auch wirklich eine knappe Kiste. Ja. So, das war wirklich, wir haben, das hat ja am 8. Mai angefangen mit dem Weltrotkreuztag, also in Münster. Und dann geht das gerade so über ganz viele Landesverbände hinweg bis zu uns. Und im Prinzip hat jeder auf der Strecke irgendwie 4, vielleicht maximal 4,5 Tage Zeit, um was zu machen. Und es ist auch total klasse, was auch andere Kollegen sich haben da einfallen lassen. Also wirklich richtig viel gegeben und alle möglichen Bereiche eingebunden. Aber das zu organisieren ist schon eine große Herausforderung. Aber was ich sagen kann, das hast du ja auch erlebt, alle waren sofort dabei. Wir haben niemanden gehabt, der gesagt hat, oh, es passt jetzt gerade nicht oder ich möchte nicht oder... Die waren sofort nicht nur dabei, sondern die waren auch mit eigenen Ideen dabei, mit eigenen Kreationen, mit einfach mit Vorstellungen, was sie machen können. Und in der Regel haben wir eigentlich alles so hinbekommen. Ja, das stimmt. So, genau. Da war mal Koblenz. Und dann ist die Flamme weitergegangen am 5. Juni nach Mainz. Auf den Weg nach Mainz, genau. Mhm. Die wurde in Koblenz, war so der Höhepunkt für uns, war am Rittersturz. Mhm. Ist ja auch so ein historischer Ort fürs Deutsche Rote Kreuz. Da war die Wiederneugründung 1950. Also wir hatten ja auch eine dunkle Zeit, das wissen wir ja alle. Und und das war einfach für das DRK nochmal so ein Schwung zu sagen am Ort der Demokratie, da war nämlich auch die Neugründung der Bundesrepublik Deutschland, dass man sich da einfach vereint und sagt, jetzt machen wir nochmal neu und leben unsere Idee. Und da haben wir uns alle getroffen und da stand auch gleich eine JHK-Gruppe bereit und hat die Flamme der Hoffnung übernommen. Und das Jugendrotkreuz Rheinland-Pfalz hat mit groß und klein, mit Vierbeinern, mit Zweibeinern, also wirklich ganz viele Menschen, haben sich auf dieser langen Strecke von Koblenz nach Mainz, das sind 101 Kilometer, gemacht, in verschiedenen Gruppen, auf verschiedenen Etappen und haben das bis nach Mainz getragen oder mit dem Fahrrad gefahren. Also ich glaube, das war wirklich so, ja, dieser Rotkreuz-Spirit, wie man ihn nennt, also wirklich großartig. Glücklicherweise alle trockenen Fußes. Wir hatten ja auch dieses Wochenende, war dieses Gewitterwochenende, wo man nicht so wusste, wo trifft's dich. Aber soweit ich gehört habe, hat nur eine Gruppe ein bisschen was abbekommen, aber nichts, was jetzt irgendwie gravierend gewesen wäre. 101 Kilometer. Mhm. Ich habe 10 Kilometer gelesen und gedacht, ja, stimmt. Wenn man so drauf schaut, mit einem Blick kann das sein. 101, ja. Wahnsinn. Ja, ja, ganz, ganz klasse. Also wirklich Respekt, vor allem auch vor den kleinen Läuferinnen und Läufern. Ganz toll gemacht. So.
Und dann kam die Flamme nach Mainz und wir hatten einen Ehrengast, ne? Ja, ein Ehrengast und die Hausherrin, würde ich mal sagen. Zwei Ehrengäste, ja. Genau, ja, die Frau Marzi, unsere Vorstandsvorsitzende, hat sich an dem Tag die Zeit einfach auch gerne genommen, die Rotkreuzlerinnen, Rotkreuzler, Jugendrotkreuzler vor allem zu empfangen. Und ein Ehrengast, so sagt es, ist Bereich, das war en Rue de Nord persönlich. Die haben schön geschärftet, sie hätten ihn nochmal ausgebuddelt und ziemlich gut zusammengesetzt. Der hat sich gut gehalten, ja. Sagen, ne? Ja, ja. Alter. Aber wir haben jemanden einfach bei uns in den Reihen, der das richtig gut macht, auch immer wieder und auch gerne macht und das auch wirklich toll verkörpert und lebt. Und ja, das war einfach ein sehr, sehr, sehr schöner Augenblick, weil ich wiederhole mich, das weiß ich, aber es wurde wieder mal so richtig bewusst, worum es eigentlich geht. Also um diese Begegnung und die haben wirklich alle gestrahlt und waren alle glücklich, dass sie das auch zusammen geschafft haben, diesen langen Weg, aber auch ein Teil des Ganzen zu sein. Das wurde im Nachgang auch noch an den ganzen Botschaften, die uns erreicht haben, sehr, sehr, sehr deutlich. Ja, ich weiß noch, wie aufgeregt wir alle waren, aber es hat alles prima geklappt, ja. Tolle Videos und Bilder, die noch entstanden sind. Absolut. Ja. So, und dann am 6. Am 6. war die Flamme ja in Mainz. Ja. Wir hatten auch immer so ein Motto, das war unsere Flamme der Vielfalt. Ja. Diese Flamme ist dann weitergereist am Montag nach Alzey in den Kreisverband. Genau. Und da standen die DRK-Alltagsbegleiter im Mittelpunkt. Das ist auch ein ganz tolles Konzept, was dort sehr lebendig ist vor Ort. Also man sieht auch, wie viele Menschen sich da engagieren. Das sind Menschen, die einfach für andere da sind, ob jetzt in diesem klassischen pflegenden Bereich bis hin zum Einkaufen oder auch Zeit miteinander verbringen, da gibt es gar keine Grenzen. Jeder, der Bedarf hat, wird dort abgeholt und werden Angebote gemacht. Und da war es einfach den Verantwortlichen wichtig, einfach mal Danke zu sagen. Und die haben dann diese Flamme der Beständigkeit auch ja, gemünzt auf diese lange Tradition, auch dort vor Ort in Alzey von DRK, haben die diese Flamme einfach diesen Menschen gewidmet, was ganz, ganz super war. Und sehr, ja, eine sehr rührige Atmosphäre, sehr schön war das. Das ist ein Ehrenamt, ne? Nein, das ist kein Ehrenamt. Also sicher gibt es auch Ehrenamtliche, die sich damit engagieren, aber es ist ein Hauptamt. Das sind Menschen, die auch ihr Geld damit verdienen. Ja, okay. Mhm. Und dann ist die Flamme der Beständigkeit zur Flamme der Verbundenheit geworden. Ja, auf dem, ja, natürlich, klar, erzähle ich dir gerne. Mhm. Das war auf dem, diese Flamme, ja, die wurde zur Flamme der Verbundenheit, als wir sie nach Mannheim gefahren haben mit Oldtimern. Das war auch sehr spannend. Vor allem, weil wir dachten so, ach ja, dann können wir doch die Fahrt nutzen, ein bisschen uns auszutauschen. Aber im Prinzip waren wir nur damit beschäftigt, uns überhaupt zu verstehen. Weil so ein älterer Bus, der ist ein bisschen lauter. Der wackelt auch noch ein bisschen nebenher. Aber hat mega Spaß gemacht. Vor allem, kannst du dir vorstellen, auf der Autobahn, die Leute gucken und winken und es ist einfach cool. Wir wurden auch einige Male fotografiert in der Stadt, dann nicht auf der Autobahn. Das war sehr schön und ja, und dort kamen wir dann bei den Rotkreuz-Kollegen in Mannheim an, also in Baden-Württemberg. Da sieht man mal so schnell, wie dann diese Flamme einfach auch mal das Bundesland wechselt. Aber das war trotzdem, wir haben sofort gespürt, dass wir da willkommen sind. Und es war einfach ein rotes Kreuz und es hat einfach sofort gepasst. Und die waren auch Feuer und Flamme und haben auch erzählt, was sie alles planen. Und wir haben das an der Schlosskirche, also an der Uni Mannheim, da ist die Schlosskirche auf dem Gelände drauf, übergeben, ein bisschen Zeit zusammen verbracht, uns ausgetauscht, Freundschaften geschlossen und ja, und dann diese Flamme einfach auch verabschiedet. Das ist Wahnsinn, ne? Also, dass so eine Aktion eigentlich so die Gemeinschaft so wieder zusammenbringt, ne? Durch Corona. Du sagst es. Du sagst es, ja. Also wir haben natürlich auch bei allem, was wir gemacht haben, sehr auf
die Corona-Regeln geachtet, auf alles, was nötig ist, um wirklich auch den Schutz zu gewährleisten, niemanden zu gefährden oder irgendwas zu tun, womit wir nicht gut gefahren wären. Ja. Aber wir haben wirklich alles rausgeholt, was möglich war. Und dieses einfach sich live zu erleben, das kann man nicht ersetzen. Das kann man nicht ersetzen durch nichts Digitales, durch nichts irgendwie anderes. Man braucht diese Gemeinschaft und das Rote Kreuz lebt von dieser Gemeinschaft. Und gerade auch aus dem Jugendrotkreuz, die jungen Menschen, die haben sich so gefreut, die waren so einfach zurückgezogen in den letzten Monaten. Und vielleicht ist das ein kleiner Start in was Neues. Vielleicht haben wir da einfach so einen kleinen Kick verpasst. Das wäre doch schön, wenn es so ist, oder? Oh, das hoffe ich auch. Und das ist auch ein schöner Abschlusssatz für dich. meine letzte Frage wäre, was nimmst du eigentlich mit von dieser Aktion? Ja, und was hast du für Pläne für die Zukunft? Meinst du für mich persönlich oder für generell? Nee, ich meinte jetzt so generell. Ja, generell. Also ich nehme erstmal mit, wie wunderbar wir sind, wie vielfältig wir sind im DRK und wie wichtig es ist, auch solche Aktionen zu haben, damit man auch andere erleben kann. Wie wichtig es auch war, mit den anderen Landesverbänden oder Kreisverbänden in Kontakt zu kommen, um zu sehen, dass man an derselben Idee arbeitet. Auch zu sehen, wie nah man ist und dass man auch die Möglichkeit hat, vielleicht was gemeinsam in Zukunft zu machen. Zumindest gab es diesen Austausch schon. Das fand ich total klasse. Und für die Zukunft, ich hoffe sehr, dass wir ja dann im kommenden Jahr, jetzt konnten wir ja 2 Jahre nicht nach Solferino, dass wir das umso besser machen können, umso schöner feiern können, dass möglichst viele auch teilnehmen und dass wir diesen Rotkreuz-Gedanken noch über uns hinweg ganz lange weitertragen und vor allem auch an die jungen Menschen weitergeben, weil die sind es ja, die das dann tun. Ja, das stimmt. Das hoffe ich auch. Und ich hoffe, dass wir dabei sein können. Also ich finde es total spannend. Ach, vielleicht fahren wir doch nächstes Jahr einfach mit, oder? Ich muss sagen, ich war noch nicht da. Also ich hätte schon Lust. Ich auch total. Ne? Und ja, und ich bedanke mich bei dir, dass du die Zeit genommen hast und mir nochmal alles erklärt hast. Ich finde diese Geschichten ja total toll. Und die sieht man ja nicht, ne, wenn man nur die Bilder und die Videos sieht. Ne? Ja. Ich danke dir ganz herzlich. Ich dir auch. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bis dann. Tschüss.